Das hier, boah, selten so ein krasses Anwesen gesehen. Keine 15 Meter. Scheiße. Junge, einfach hier rüber, oder? Hier straight geradeaus rüber. Ja. So, mit Anlauf und dann... Geil, Alter! Geil! Jetzt kommt der mit der Kamera und legt sich richtig aufs Brett. Boah, scheiße, ich sehe ja gar nicht, wo ich hinspringe. Bring mal einen Dart. Irgendwo. Zwischen den zwei Büschen da. Okay, jetzt. Oh, der, geil! Der war eindeutig schneller als Forrest Gump. Ey, und genau so fängt ein Abenteuer an. Aber ihr kennt es inzwischen, Leute. Es ist auch schon so eine Art Leitspruch. Wir lieben diesen Scheiß. Wir lieben ihn. Also eigentlich müssen wir gleich noch zwei, dreimal drüber springen, damit ich das in jeder Perspektive dann habe. Na, hier können wir gleich zurückspringen. Schloss Neuschwanstein. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ungelogen, jetzt schon seit einer Stunde am Laufen. Und endlich sehen wir die Location. Jetzt ist nur fraglich, ob wir reinkommen. Wie es sich für eine Burg gehört, am obersten Ende eines Hügels oder Bergs. Das diente ja früher tatsächlich so, um die Burg vor potenziellen Dieben, Räubern oder Besetzern zu schützen, dass man aus höherer Lage bessere Verteidigungsmöglichkeiten hatte. Und hier seht ihr auch, wir sind völlig außer Atem. Jemand, der so eine Burg einnehmen will, der muss ja erstmal hier hoch. Jetzt bekommt man einen schönen Einblick über dieses schöne Anwesen. Sieht zum Teil schon richtig decay aus, also natürlich Verfall. Wir müssen jetzt ein bisschen leiser sein, weil das Nachbargrundstück ist echt nah an diesem Grundstück. Und Sie haben es ja gerade schon einmal gesagt, aktuell extrem risky. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir reinkommen. Das ist auch ein Haus, wir müssen echt aufpassen. Ich habe es gerade noch gesagt mit dem Baum. Passt eigentlich. Das geht, gell? Das sieht auch so aus, als wären da schon welche hoch. Aber lass uns erstmal nach einem leichteren Zugang gucken. Ja, wir müssen halt extrem aufpassen, da kommt das erste Haus. Oberste Regel ist immer, schaue nach einem weiteren Zugang. Bevor man sich die Arbeit macht, lieber einmal rumlaufen. Es gibt so häufig einen zweiten Zugang, der richtig einfach ist. Und genau das ist das, was ich meine. Das ist ein Abenteuer. Hier gehst du nicht einfach durch irgendeine kleine Tür oder so. Zack, bist du in der Location, sondern hier musst du richtig gucken. Das Problem ist, sobald du auf den Weg gehst, die Fensterfront von dem Nachbar ist direkt auf diesem Weg hier. Okay. Also direkt straight an der Mauer vorbei? Wir könnten höchstens direkt an der Mauer laufen. Ne? Jetzt, ob wir hier erstmal durch den alten Burggraben durchlaufen und dann da vorne direkt an der Mauer oder an der Fassade vorbei. Boah, aber ob das so eine gute Idee ist, guck dir mal oben an, wie das alles runterbröckelt. Ne? Was macht der da? Alter! Was macht der denn jetzt da? Der guckt gerade, wie locker die Wand ist. Um da hochzuklettern. Dachte ich jetzt auch erst. Der hat einfach so den Stein aus der Fassade gezogen. Würde man von außen nie denken, dass da noch Einrichtung drin ist, ne? Hätte ich so auch nicht gedacht. Aber wer findet sowas auch? Da sind wir wieder bei den Fragen. Wer findet solche Locations? Der war bestimmt bei den Nachbarn mal zum Kaffee. Dann vielleicht die Chance ergriffen oder so. Na. Vielen Dank für die Einladung. Übrigens ist das Haus nebenan verlassen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das dazugehört. Ne? Früher bestimmt mal, als das Ganze hier noch richtig genutzt wurde. Aber siehst du ja, wie da oben der Baum aus der Fassade wächst. Mhm. Der ist ja schon mindestens 30 Jahre alt. Meinst du? Meinst du nicht? Nee. Der klettert echt die Fassade hoch, ne? Nicht sein Ernst. Er ist doch gestört. Ich sagte ja, die Schwaben, ne? Bei denen stimmt irgendwas nicht. Die sind anders wild. Aber wenn er jetzt
da schon hochklettert, dann sieht das halt echt schlecht aus. Ja, das zeigt nur, dass es eine Verzweiflungstat ist. Ja. Okay, also was ihr jetzt wahrscheinlich nicht gehört habt, der André sagte, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, da einmal hoch zu klettern, wo er gerade war, oder da hinten den Baum, den ich euch gerade schon gezeigt habe. Ich würde mir erst gucken, ob du das schaffst. Da hoch? Da. Alter, das ist schon hoch. Ne? Das ist schon hoch. Das sind ja schon, keine Ahnung, 6 Meter? Ja, locker. Mikey ist wieder gefragt, der Doggy Dog. Auf jeden Fall leise sein, weil du hörst hier relativ viel. Weißt du? Ja. Zusammen geht das immer. Leute, guckt euch das mal an. Hier ist auf jeden Fall schon ein Fenster rausgebrochen. Aber natürlicher Verfall. Seriously? Einer geht vor. Wir müssen, also ich habe schon probiert, da kann man drauf. Sei auf jeden Fall vorsichtig. Ja. Ich gebe mein Bestes. Seht, hier war mal früher der Fensterrahmen drin. Und das ist durch diesen Verfall einfach schon komplett nach draußen gebrochen. Ich sagte ja gerade schon, das ist hier wohl eine alte Scheune oder so. Sieht aus wie ein Materiallager. Es wäre hier zwischenzeitlich mal eine Schreinerei oder sowas drin gewesen. Weil die Baugeräte sind alle schon älter, ne? Ja. Boah, das sieht aus, als wäre es eine alte Tischkreissäge gewesen hier. Tische sind hochgeklappt. Und schaut euch bitte diesen geilen alten Trecker an. Wahnsinn. Das schauen wir uns gleich alles in Ruhe an. Wir müssen jetzt erstmal die Lage checken. Boah, genau das ist das, was ich so liebe. Wir lieben diesen Scheiß. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Hier ist ein alter Innenhof. Wie sich das für so eine Burg gehört. Richtig cool. Schauen wir mal, dass wir einen weiteren Zugang öffnen können, damit Lenz auch kommt. Ist zu öffnen? Ja, schwierig, ne? Lenz, dreh die Leiter einmal um. Wegen der Rolle. Da, wegen der Rolle, umdrehen. Nein, umdrehen. Die Leiter um die Rübel zu dem anderen Fenster. Ich glaube, das ist besser. Ganz getreu dem Motto, entweder alle oder keiner. So, André und ich waren gerade schon mal drin, haben danach geschaut, ob wir irgendwie einen Zugang für Lenz finden. Boah, dieses Holz brettet zum zweiten Mal jetzt. Aber das hier, boah, selten so ein krasses Anwesen gesehen. Aber ihr werdet es jetzt selber sehen. Durch den Hausflur gelangt man direkt, boah, in das alte, ich weiß nicht was es ist, Essenssaal oder so. Hier geht eine Treppe nach oben, schauen wir uns gleich in Ruhe an. Hier steht zwar ein bisschen Gerümpel rum, aber alles total altertümlich. Ob das so alte Bilder sind oder ihr seht hier selbst die Schränke unter dem ganzen Gerümpel begraben, eine alte Tischtennisplatte. Und hier noch weitere Möbelstücke.
Und da vorne, da gehen wir gleich hin. Das lohnt sich so richtig. Jetzt immer noch Lenz hier reinzukriegen. Kann ich dir helfen? Jetzt bist du mit deiner Hand. Ja, aber wie soll ich dann da hoch? Ich schaff's das gar nicht. Doch, doch. Komm auf. Das wird nichts. Scheiße. Mach dir das. Kannst du nicht noch eine Stufe höher? Eine Sprosse höher? Höchstens hier aufmachen, dann kannst du es oben heben. Vielleicht ist es besser, wenn du hier greifen kannst. Warte. Ja, da ist aber auch gleichzeitig das, der schwächste Punkt vom Fenster, ne? Was? Ich sag, da ist auch zeitgleich der schwächste Punkt vom Fenster. Besser ziehen, das ist scheiße. Soll einer von uns runterkommen und Huckepack machen? Oder Räuberleiter? Nein, das ist gut. Scheiße. Oh, fuck. Hat der schon überall gemacht? Nein. Schon. Also das sind hier halt drei Räume. Und oben waren wir noch nicht. Warte mal kurz. Mike, komm mal mit. Ladies and Gentlemen, wir haben es geschafft. Lancy Pansy ist in the house. Danke. Mit Leiter. Geil. Wir waren jetzt gerade schon einmal hier. Ich gehe davon aus, dass das hier früher so ein einfach so ein größerer Raum war. Vielleicht so als Zwischenraum benutzt wurde. Wie ihr gerade gesehen habt, das Licht funktioniert hier auch noch. Wir kommen jetzt in einen Raum. Das war früher wohl das Wohnzimmer. Richtig heftig. Extrem gemütlich, so eine kleine Sitzecke hier. Und was darf natürlich in so einem Anwesen nicht fehlen? Genau, ihr kennt es inzwischen, den guten Flügel. Eigentlich machen wir immer eine Klangprobe, aber ich traue mich das hier nicht, weil der Nachbar keine 15 Minuten. Probiert haben. Hey, die haben mich doch voll gesehen. Die hat doch so gerufen. Wen? Wo ihr weggerannt seid, wollte ich hinterher. Das Fenster, das ihr probiert hat, war mal offen. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh, da sind ja genau die Nachbarn. Ja. Das wird keine Ahnung. Die waren auch voll laut. Ist ja dumm gewesen. Vielleicht haben die da auch geklingelt und gefragt oder so.
Und der eine hat an der Tür gerüttelt, das habe ich gehört. Junge, was eine Action. Was meint ihr, sollen wir erstmal kurz abwarten? Lass mal hier runter, oder? Lass mal gucken, dass wir gleich einen Blick haben. Wieder extrem adrenalinreich, Leute. Einmal zusammengefasst. Gerade als ich euch erzählen wollte, wie gefährlich es ist, Lärm mit dem Klavier zu machen, da der Nachbar keinen Steinwurf entfernt vom Anwesen ist, laufen uns unbekannte Personen direkt am Fenster vorbei und sind extrem aufgeregt, als sie uns gesehen haben. Nachdem wir erfolgreich aus dem Fenster flüchten konnten, wollen wir uns erstmal in Ruhe einen Überblick verschaffen, ob es sich bei den Fremden um den Nachbarn handelt. Das hat sich gerade zumindest angehört, oder? Ey, dann haben die vielleicht an der Tür gerüttelt, um erstmal zu kontrollieren, ob einfach alles sicher ist. Und dann sind die nicht rumgekommen, weil die mich drinnen gesehen haben. Und dann hat er vielleicht erstmal einen Schlüssel gesucht. Ich bin ja dann auch gleich raus. Ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl. Also es hat sich so angehört, wie wenn jemand das Fenster zugemacht hat. Also mich macht stutzig, dass die so offensichtlich vorne rumrennen. Ja, das... Dass irgendwer schon was gesagt hat. Guck mal, das kann ja sein, dass die uns gehört haben oder so. Und dann geguckt haben, ja okay, vielleicht gucken wir mal durch das Fenster, wo die normalerweise immer reingehen. Das war ja das Fenster in der Bibliothek, was wir vorhin gesehen haben, oder? Ich würde jetzt interessieren, ob die Fenster zu sind. Ob die jetzt zugemacht wurden oder nicht, gell? Ob die zugemacht haben. Wo die Leiter jetzt stehen, ja. Ich hab sich nur so angehört, wie wenn jemand das Fenster zugemacht hat, gell? Ja, aber guck, weiß ich nicht. Ich hast du gehört? Den Knall? Ja. Aber das sind nicht die Fenster, die hören sich anders an. Vielleicht gehen sie jetzt auch durch, weil sie denken, wir sind noch drin. Dass wir uns drinnen verstecken. Weil kann auch sein. Die meisten verstecken sich erstmal drin. Wenn du nicht direkt rauskommst. Das Einzige, was mich halt stutzig macht, dass die nicht rumlaufen. Ja. Weil die werden ja jetzt nicht alle durch dieses kleine Fenster da geklettert sein. Das ist halt die Frage, wenn die jetzt reingehen und da sind welche gerade drinnen und gucken, ob alles safe ist, auch scheiße. Ja. Laufen wir denen ja wieder in die Arme. Und jetzt, wenn wir überlegen, wir haben es eigentlich gute Zeit hier, aber jetzt haben wir es. Das ist so Feierabendzeit. Während wir noch grübeln, blende ich euch einmal Handyaufnahmen von den Bereichen ein, die noch nicht mit der Kamera aufgezeichnet wurden. Boah, wir hatten einfach Glück im Unglück. André ist nochmal zurückgegangen. Durch das Fenster, durch das wir geflüchtet sind, das wurde tatsächlich geschlossen. Also können wir davon ausgehen, dass es auf jeden Fall der Nachbar, die Eigentümer, irgendein Erbe oder auf jeden Fall jemand war, der dafür verantwortlich ist. Wir haben alles richtig gemacht, haben jetzt erstmal abgewartet. Die Situation abgecheckt. Wir werden jetzt erstmal zum Auto gehen. Boah, kranke Aktion. Und ja, Freunde, genau, wir lieben diesen Scheiß. Ey, ich stand ja keine 2 Meter von der weg. Ja, eben. Und ihr habt euch auch sofort auf den Boden geschmissen, ne? Ja. Ja, aber die hat mich auf jeden Fall gesehen. Weil ich dachte, die sind weiter. Ihr seid rausgegangen. Ich lag da noch. Ich dachte, die sind weiter, guck so ganz leicht hoch und dann hat die mir genau ins Gesicht geguckt. Ja, komm, was soll's, wir hauen jetzt hier ab. Ja. Je mehr Meter wir in kürzester Zeit zwischen uns und das Schloss bekommen, desto besser. War das nicht ein adrenalinreiches Abenteuer? Wenn euch das gefallen hat, schaut unbedingt bei Lancy Pansy vorbei. Oder bei diesem Video hier auch so eine Aktion, die ich mit den beiden erlebt habe. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt weiterhin hungrig auf Abenteuer.